Nach einer fast schon endlosen Reise durchs Nichts sind wir dann endlich auf Insel 2 angekommen und damit herzlich willkommen zurück zu V-Islands natürlich. Wir sind endlich auf Insel 2 und wollen heute auch auf jeden Fall auf Insel 3 kommen. Und ich hoffe, die Musik ist diesmal nicht zu laut. Diesmal habe ich sie nämlich etwas lauter gestellt und weil sie letztes Mal viel zu leise war. Und ich höre es irgendwie brennen. Oh mein Gott, meine Insel brennt! Nein, oh verdammt. Ach, mein Inventar ist hier. Warum ist das da? So, dann gucken wir doch mal in unsere schönen Sachen, Truhe und Co. Um uns hier vielleicht noch ein paar Kohle. Ne, ich hab ja Kohle, habe ich ja. Erstmal das Inventar ein bisschen sortieren. Das brauchen wir, das auf jeden Fall. Ja, klar, das auch. Vielleicht ein paar Steine zum Bauen und Holz wäre jetzt auch nicht unbedingt schlecht. Und dann wollen wir mal hier ein bisschen runtergehen und heute nach Kohle suchen. Wo ging es denn runter? Gestern kam ja übrigens keine Folge, wie ihr sicherlich gemerkt habt. Das lag einfach daran, weil eine mir nahestehende Person Geburtstag hatte und das war für mich echt wichtig. Da bin ich dann nicht dazu gekommen, hier auf diesem Kanal noch ein Video hochzuladen. Ich habe auf dem Zweitkanal, da haben wir festgeregelte Upload-Termine, deshalb habe ich da vorproduziert. Das mache ich auf diesem Kanal nicht so gerne. Vorproduzieren ist, ich finde, Aufnahmen müssen spontan sein. Oh. Und diese Aufnahme ist nun spontan. Oh. Hey. Auf jeden Fall haben wir schon mal die drei Wither-Köpfe. Das ist doch super. Das heißt, wir brauchen nicht ins Nether, um die Wither-Köpfe irgendwie zu farmen. Was sowieso dann ewig lange dauern würde und das müsste ich offscreen machen, weil es so lange dauern würde. Also kann ich es besser hier machen. Und wir haben 5 Eisen, das ist super gut. Und ich hoffe, dass wir noch mehr finden, weil ich würde gerne eine Eisenspitzhacke machen, um die Diamanten mitzunehmen. Und was wohl noch? Ja, genau, ein Eimer. Oh, Wasser. Achso, doch, hier sind wir. Ja, sehr schlau. So, da sind wieder die schönen Diamanten. Die bauen wir natürlich selbstverständlich mit einer Holzspitzhacke ab, die wir nicht haben. Sehr logisch. Da ist Kohle, die nehmen wir auch noch mit. Für Fackeln. Und Gold auch noch. Hier ist ja echt alles. Auf dieser Insel könnte man durchaus leben, wenn sie etwas größer wäre. Also mit mehr Rohstoffen noch. Aber es reicht auch so. Stell dir vor, da wäre jetzt nichts gewesen. Dann wären wir aber echt wortwörtlich im Nichts gewesen. Nichtskönner. Ja, ganz bestimmt. So, wo ist Eisen? Ich will noch mehr Eisen. Und dann können wir gleich auch mal auf die Erfolge gucken, was wir denn für Erfolge jetzt als nächstes machen müssen. Das würde mich auch interessieren. Ich glaube, Schmiedekunst ist das nächste. Das heißt, einen Eisenbarren einschmelzen. Den können wir ja theoretisch gleich mal machen. So, wo müssen wir denn hin? Hier müssen wir hoch. Die Truhe hatten wir ja bereits leer. Das weiß ich noch aus dem Kopf. Ja gut, 2 Schilder sind da noch drin. Könnten wir theoretisch verbrennen. Kommen wir hier irgendwie hoch? So, nun. Ja, genau so. So, da hoch und dann können wir uns mal Eisen einschmelzen. Und dann suchen wir noch mehr Eisen. Da drauf. So. Wir haben einen Ofen und dann machen wir uns jetzt das erste Eisen. Und das Weizen ist hier schon fast reif. Wenn wir das hier. Ah, ich weiß es schon, das Reifen. Genau, wir haben einen Reifen. Selbstverständlich haben wir einen Reifen. Hier brauchen wir Monsterjäger. Wir müssen ein Monster töten. Kuhschubser sammeln etwas Leder. Jo, einen Kuchen müssen wir. Ja, das dauert noch. Schmiedekunst und einen Fisch fangen. Das könnten wir theoretisch schon machen. Wir haben 8 Fäden. Das Dings können wir auch machen. Aber das machen wir etwas später. Wir sind zu geizig dafür. So, und wir haben Schmiedekunst. Juhu. Jetzt brauchen wir noch einen einzigen Barren. Jetzt würde ich ja gerne mal wissen, was sollen wir uns aus dem Eisen zuerst machen? Eimer oder zuerst eine Eisenspitzhacke? Ich persönlich wäre für die Eisenspitzhacke. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was sinnvoller gewesen wäre. Ich mache jetzt nämlich zuerst die Eisenspitzhacke. Und es regnet ja sowieso, das heißt, das Feld wird bewässert. Das ist ja das Gute. Nehmen wir das hier alles noch mit. Gehen wir da rein. Wieder in unsere wunderschöne Höhle. Jetzt können wir nämlich die Diamanten abbauen. Das heißt, wir haben den nächsten Erfolg, oder? Meine ich doch. Klar, Diamanten.
frage mich immer noch, wie wir diesen Erfolg Diamonds to You, also diese Diamanten für dich, machen sollen. Da werde ich wohl irgendwann einen Special Guest einladen müssen. Vielleicht lassen wir den Erfolg auch weg. Ich werde mal überlegen, wie ich das mache. Es gibt ja auch diesen wunderschönen Befehl, sich die Achievements zu geben. Machen wir das einfach. Hier wäre Eisen gewesen. Da wären wir auch super dran gekommen hinter dem Gold. Oder hintenrum. Ist aber gefährlich hier mit dem Eisen, weil ich will ja schon alles haben. Hier unten waren noch Diamanten, richtig? Richtig. Nehmen wir die auch noch mit. Wollen ja alles haben. Sind wir dumm? Mann, sind wir behindert. Gott, hier ist ja alles noch voll mit Eisen. Das nehmen wir natürlich mit. Ah, okay, natürlich. Ja, ist ja logisch, ne? Dass da jetzt natürlich typischerweise Lava gewesen ist, ist ja klar. Okay, gehen wir hier hoch. Und gehen wieder zum Ofen. Hier kommen wir wieder. Natürlich hoch, ja. Danke sehr, liebes Wasser. Ich bedanke mich für deine aufrechte Unterstützung beim Hochklettern. Hier ist noch Gold. Das nehmen wir natürlich auch mit. So, das haben wir auch. Ja, Gold ist sowieso kein Problem, glaube ich. Ich glaube nicht, wofür brauchen wir Gold? Keine Ahnung, wofür wir Gold brauchen. Nö, nicht wirklich. Höchstens für diesen, den Erfolg hier bahnfrei. Da könnten wir vielleicht diese Booster-Schienen benutzen. Das wäre ganz nett immer. So. Ja, natürlich sind das 9. Sehr klar. Jetzt nehmen wir alles mit. Okay, was haben wir noch? Das können wir sowieso abbauen. Alles mitnehmen. Hier waren noch Schienen irgendwo, genau. Die können wir ja mitnehmen. Die haben wir ja sowieso oben in der Truhe oder ne, im Inventar. Das heißt, das ist kein Problem, die mitzunehmen. Boah, da wäre ich fast reingefallen. Hi. So, gucken wir hier noch. Wir nehmen diese Hacke, genau. Machen wir erst die Steinhacke kaputt, weil die brauchen wir eh nicht so dringend. Wir haben ja Eisen, von daher. Mann, diese Erze wollen mich mobben. Und die Lava vor allem auch. Hier ist echt überall Lava. Vor allem da. Überall. Ich glaube, wir haben diese Insel echt jetzt durchlöchert. Und zwar so gut, wie es geht. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Wisst ihr auch, warum? Nein? Ich schon. Und zwar für diese späteren Loren-Erfolg. Da können wir das super gebrauchen. Tun lasse ich es hier. Wir haben Holz jetzt erstmal ein bisschen genug. Zwar 49, das reicht locker. Wofür brauchen wir so viel? Ja, wir müssen sowieso noch ein bisschen schmelzen. Wir haben ja noch das Eisen hier drin und wir haben ja noch Gold. Von daher reicht das sowieso. Dann ist das auch keine so große Verschwendung. So. Hälfte der Folge ist auch schon wieder rum. Es geht so schnell. Eisen, das Sand, den werden wir sicherlich noch brauchen. Dann würde ich ja bald schon sagen, machen wir uns ein paar Stufen und gehen rüber zur nächsten Insel. Könnt ihr schon spekulieren, was auf den Inseln uns so erwartet. Und ich würde ganz gerne erstmal zu der. Ja? Ja. Würde ich. Und ihr wisst alle nicht, warum? Nein? Ich auch nicht. Nein, da war ein Setzling. Mist. Aber egal. Wir haben sowieso Setzlinge haben wir. Da oben ja schon stehen. Obwohl der sicherlich noch gut gewesen wäre, so ein zusätzlicher Setzling. Ihr wisst schon wegen Holz und so. Da sollte der eigentlich nicht hin, aber egal. So, gut, dass wir keine Regengeräusche haben. Das macht uns die Sache doch deutlich einfacher. Und ich hoffe jetzt echt mal, dass unser Weizen wächst, weil dann können wir endlich unser episches Brot machen. Und haben den Erfolg, backe Brot. Ich klatsche immer mein Brot einfach nur auf einen Tisch, beziehungsweise dreimal Weizen, frisch geerntet von der Wiese. Und wups, habe ich ein schönes, leckeres Brot. Ah, es wird knapp mit dem Stein. Es wird wahrscheinlich nicht ganz reichen, aber wir haben ja noch andere Steine und die reichen dann. Okay, es reicht sogar fast schon.
Fast, ja, ganz knapp. Drei Stück fehlten uns. Schaf, Hühner. Oh! Ei. Karotten, Kartoffeln. Ich würde sie ja echt gern essen, aber ihr wisst, Leute, Nachzucht ist ihr vorrangig. Das Schaf regt mich jetzt schon auf. Idiot! Mann! Eigentlich würde ich es gerne scheren, aber wir haben so wenig Eisen, oder? Ach komm. Früher oder später brauchen wir es eh. Ah, zwei nur. Das heißt, dieses Schaf muss noch durchhalten. Das heißt, wir bauen hier an. Schaf, jetzt geh weg. Ich will hier immerhin anbauen. Und zwar mindestens drei davon. Einen lassen wir uns jeweils zum Essen. Jetzt habe ich vier Karotten angepflanzt. Dann sind wir gut im Zählen. Okay, dann können wir da noch einen Weizen eventuell hinpacken. Falls wir Weizen bekommen. Ja, haben wir. Tschüss. Immer diese Idioten. Diese idiotischen Hühner meine ich selbstverständlich. Schaf, würdest du bitte von der Trittfläche runtergehen? Nur angucken, nicht anfassen. Wir müssen leider das hier abbauen. Kann ich nicht ändern. So, alles hier mitnehmen. Da ist übrigens noch Holz, das brauchen wir natürlich. Komm, einen Samen noch. Wir haben natürlich keine Axt. Wir haben alles, aber keine Axt. Egal, ist sowieso nicht so viel Holz. Obwohl es sicherlich nicht geschadet hätte, etwas Holz zu bekommen. Und habe ich schon mal gesagt, dass ich solche Arten von Maps liebe? Ich liebe sie über alles. Wenn ihr übrigens mir auch mal so eine bauen wollt, habe ich da überhaupt nichts gegen. Wenn ihr in die Kommentare schreibt, lese ich es auf jeden Fall, also von daher. Braucht ihr euch keine Sorgen drum machen. Okay, jetzt haben wir Blumen. Was machen wir mit denen? Natürlich, das machen wir damit. Blumen. Was wollen wir denn damit? Tschüss. Okay. Erze gab's ja auch noch. Wenn ich mich recht erzählen kann. Da sind noch Diamanten. Die habe ich noch gar nicht gesehen. Schaf, jetzt mach doch mal wieder ein bisschen Wolle. Wollte schon Fell sagen. Wir müssen uns leider einen weiteren Crafting-Tabo und einen weiteren Ofen machen. Weil ich jetzt nicht unbedingt rüberrennen will. Wir haben sowieso das Material dafür. So. Es lohnt sich jetzt echt nicht, hier sonst was auszugeben. Es würde reichen, wenn man da diese Verzögerung nicht drin hätte. Aber was soll's. Es wird sehr knapp. Sehr knapp. Ich glaube, das reicht nicht ganz. Es wird nichts. Schade, schade. Seht ihr, wie knapp das war? Naja, aber jetzt sind wir wahrscheinlich wieder satt, richtig? Wir müssen alles hier essen. Jo, wir sind satt. Hurra. Ein Wunder. Ich bin ja so glücklich. Nein, ich bin echt froh, dass wir es haben. Und da ist übrigens ein Baum gewachsen. Juhu. So viel Freude. Ein echter Freudenkuchen bin ich. Oh ja. Wo waren sie denn, die schönen Dias? Natürlich machen wir uns selbstverständlich erstmal eine volle Rüstung. Ist ja ganz klar und verständlich. Das kann sicherlich jeder nachvollziehen. Jeder. Außer ihr Zuschauer. Ihr nicht. Richtig? Richtig. Nein, ich baue mir natürlich keine Diamantrüstung. Ich baue mir eine Diamant-Spitzhacke. Und das wird auch wahrscheinlich das einzige sein aus Diamant, was ich bauen will. Außer den Leuchtturm links von uns. Den mache ich natürlich, aber man kriegt ja keinen Erfolg dafür. Nur wenn man dies halt vollständig macht. Und das machen wir nicht. So, bauen wir uns noch ganz schnell eine Axt. Und dann ist die Folge auch schon wieder rum. Aus Stein reicht vollkommen aus.
Dann ist die Folge nämlich rum, weil wir dann schon wieder die Zeit rum haben. Logische Schlussfolgerung. Ich weiß. Okay, noch ein bisschen Holz und dann haben wir es. So. Okay. Ich hoffe, ho hoffe, genau. Ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat. Ja, wir haben ja immerhin schon wieder viel geschafft. Wir sind auf Insel 3 und haben da schon angefangen, jetzt was anzubauen und haben Karotten und Kartoffeln und das freut mich sehr, dass wir das haben. Und hat es euch gefallen? Wenn ja, drückt da unten auf den Knopf mit A. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss, euer PCLP. Genau. So heiße ich auch. Nein, die Abkürzung von meinem Namen wäre PCLP. Ja, für Club. Okay. Nein, ich meine natürlich PCrafter LP. Bis dahin, tschüss.